Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zusammen mit Marco Ferber begrüße ich Sie recht herzlich zu NZZ-Standpunkte, zwei Journalisten, ein Gast. Vor etwas mehr als einem halben Jahr hat unser heutiger Gast gesagt, ich will entscheiden können, möglichst weit oben, sonst hätte ich nicht kandidiert. Er hat kandidiert, hat gewonnen und ist seit dem 1. November des letzten Jahres ganz weit oben im Bundesrat. Unser Gast ist Bundesrat Didier Burkhalter, Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern. Herzlich willkommen, Herr Burkhalter, bei NZZ Standpunkte. Danke. Herr Bundesrat, Sie gelten Land auf, Land ab als ein Bundesrat ohne Fehl und Tadel. Sie wurden als Lichtblick bezeichnet. Was ist das Geheimnis von Didier Burkhalter? Ich glaube, es gibt kein Geheimnis. Es gibt einfach einen Fakt. Das ist wichtig, dass man kämpft und dass man arbeitet sehr viel in der Exekutive für Lösungen. Und jetzt ist es so, dass seit einigen Jahren es ist immer so schwierig, gemeinsame Lösungen zu finden in der Schweiz. Und dann plötzlich, glaube ich, es gibt eine Atmosphäre, wo es etwa einige Chancen gibt. Und wahrscheinlich sagt man, es ist auch wegen mir, aber das ist sicher wegen anderen auch. Wenn man Ihre Vita anschaut, Sie sind ja eigentlich von Anbeginn in der Politik gewesen. Sie sind in der Politik tätig gewesen, ein Berufsleben lang. Hilft das? Ja, also ich glaube, es hilft, aber es hilft sicher mehr, dass man irgendwie ein Virus für die exekutive Funktion hat. Also ich war immer interessiert in der Politik, aber als Junge wollte ich nicht in einer Partei sein, weil ich wollte total unabhängig bleiben. Aber ich war schon sehr früh sehr interessiert und ich habe auch ziemlich früh die Möglichkeit gehabt, in der exekutiven Funktion wirklich mich auszuarbeiten in der Politik. Und das ist, glaube ich, das, nicht das Geheimnis, aber die Gründe dafür, dass man das nachher sehr gerne macht während einem Leben, was ist einfach eine fantastische Arbeit. Um noch einmal auf das Bild zurückzukommen, ohne Fehl und Tadel, die guten Kritiken, die Sie eigentlich rundherum bekommen, etwas, was ein Politiker ja an sich wünschen würde, auf dieses Geheimnis, wenn man etwas weiter fragt im Parlament, aber auch in der Verwaltung, das heißt es immer, Herr Burkhalter kann zuhören, er ist offen, er ist ein Mann des Ausgleichs, er sucht den Ausgleich und er ist einer, der sich nicht in den Vordergrund stellen will, er kann auch im Hintergrund bleiben. Erkennen Sie sich da etwas wieder bei diesen Charakterisierungen? Ja, ganz klar. Also ich glaube sogar, es ist sehr wichtig und es wäre wahrscheinlich ein Plus für unsere Regierung, dass man mehr so ernst arbeiten kann während einer Zeit, ohne zu viel Zeitdruck, sofort etwas im Außen zu erklären, wenn man alles noch nicht ganz klar in der Mannschaft entschieden hat. Und das, glaube ich, bringt etwas, wenn wir diese Möglichkeit finden, diese ernste und gründliche Arbeit zu machen, wo es strategisch ist, zusammen, ohne zu viel Druck. Druck gibt es sowieso, aber ich würde eher sagen, ohne dass man zu viel Druck nachlässt. Jetzt sind Sie natürlich in turbulenten Zeiten in das Amt gekommen. In den letzten Monaten hat der Druck spürbar zugenommen. Die UBS vor allem natürlich, die Steuerdebatte mit dem Ausland. Funktioniert das Gremium Bundesrat denn so, wie Sie sich das vorstellen? Ich glaube, wir können noch etwas mehr machen in Richtung Reform. Und dafür brauchen wir eine Regierungsreform wahrscheinlich auch. Aber wir müssen auch besonders so gut eingestellt sein, dass wir die Reformen in den sachgerechten Politik, in den sachlichen Politik wirklich zusammen machen können. Dafür brauchen wir mehr strategische Diskussion im Gremium, sodass wir das Ganze wirklich konsolidieren können. Es sind sehr kleine Sachen, die wir besser machen können, aber das ist das Wichtigste. Das wird die Zeit und die Wille, weil es ist in der Politik immer eine Frage der echten Wille, dass man das, was man im Herz hat, wirklich, dass man das in der Mannschaft auch bringen kann. Eben als Bürger fragt man sich ja vielleicht, wieso kann das der Bundesrat heute nicht schon? Wieso kann er sich die Zeit nicht nehmen, um zu sagen, wir möchten mehr nachdenken, ja, wir nehmen uns mehr Zeit für strategische Überlegungen? Also ich glaube, es gibt zwei Gründe. Ein Grund ist im Außen und ein Grund ist im Inneren. Also im Außen ist es so, dass es alles jetzt so rasch geht. Also es ist einfach so, es geht alles viel schneller, hat viel mehr Krise, viel mehr Spannungen gleichzeitig. Und das ist schon ein Problem. Das war
vor einigen Jahren überhaupt nicht so. Jetzt ist es fast jede Woche etwas passiert. Und es ist nicht Kleinigkeit, die passieren, es sind große Sachen. Es ist nicht mehr so viel Stabilität. Und im Inneren hat man sich selbst, das ist eine Selbstkritik, ich glaube, von unserer Arbeit, wir lassen uns zu viel Druck einfach auf uns kommen, weil wir sagen immer, es wird an dem Tag etwas gesagt und manchmal ist man noch nicht bereit. Man sollte wirklich verstehen, dass die Regierung muss manchmal einfach schweigen und dann wirklich kommen, wenn es alles klar ist. In der Mediengesellschaft ist das ja nicht so ganz einfach. Nein, aber ich glaube, sogar die Mediengesellschaft kann das verstehen, weil wenn man jetzt wirklich zum Punkt kommt, warum machen wir das? Wir brauchen, um dass es etwas sich bewegt für die Schweiz, dass es in der Zukunft besser geht, brauchen wir diese Reformen. Aber um Reformen zu tun, brauchen wir eine Art Sockelstabilität. Und das ist oft bei der Regierung, dass man diese Stabilität finden will. Man will es sehen. Die Regierung ist nicht so weit oben, wie Sie sagten am Anfang. Die hat eine spezielle Rolle. Aber diese Rolle ist wichtig für alle Leute in der Schweiz. Und man muss diese Stabilität fühlen, spüren, dass es existiert. Und darum glaube ich sogar an unsere Gesellschaft, die sehr viel mit Medien zu tun hat, kann das verstehen. Wünscht sich der Bundesrat Didier Burkhalter eine stärkere Regierung? Ich wünsche mir vor allem eine Regierung, die sehr einig arbeitet und willig ist für Reformen und für Visionen für die Zukunft. Und ich glaube, die Debatte, die wir jetzt haben über die Regierungsreform, wird zeigen, ob wir das wirklich wollen jetzt. Aber ich glaube, in den nächsten Jahren wird es ganz klar sein, ob in der Schweiz die Regierung und dann mit der Bevölkerung diese nötigen Reformen, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, im Sozialbereich, aber auch in anderen Bereichen, wirklich das, ob wir das wirklich wollen oder nicht. Aber lassen Sie uns vielleicht noch mal auf diesen Punkt zurückkommen. Sie haben vorhin gesagt, es bräuchte oder es braucht mehr strategische Diskussionen. Der Bundesrat trifft sich einmal in der Woche zu einer Bundesratssitzung. In dieser Sitzung werden sehr viele Sachgeschäfte, die die Departemente ja vorbereiten, behandelt, wo Sie als Departementsvorsteher ja gefordert sind. Wo bleibt denn da Zeit, noch eine strategische Diskussion zu führen über eben zum Beispiel die Frage, wie sieht die Zukunft der Schweiz aus? Ich glaube, während diesen Sitzungen, also diese Sitzungen sollten wirklich dafür gemacht werden. Alles andere soll ganz schnell, ganz rasch entschieden werden. Es soll wirklich nur wenig Zeit für alles nicht strategisch übrig bleiben in diesen Sitzungen. Eigentlich braucht man es nicht unbedingt so viel mehr Zeit. Wir brauchen einfach die Zeit zu fokussieren auf die strategischen Visionen und Diskussionen. Und das wird das gemacht, wenn die Mannschaft wirklich zusammenkommt, wenn sie auch Respekt für seine Arbeit findet in den verschiedenen Partnern. Das heißt auch vor allem zuerst mit dem Parlament, mit der Bevölkerung. Und dass es dann ein bisschen wie im Fußball ein Referenzspiel gibt. Wir müssen einmal wirklich etwas zusammen gewinnen und dann bauen wir drauf. Nun ist diese Zustandsanalyse, die Sie vorhin gemacht haben, was fehlt, eben diese Zeit für strategische Denken, die wurde schon vor vielen Jahren gemacht und wurde immer und immer wieder gemacht. Und es ist immer wieder, wir möchten das anders, es sind Regierungsreformen angepackt oder andiskutiert worden. Was gibt Ihnen die Zuversicht, dass es jetzt ins Laufen, ins Rollen kommt? Also persönlich glaube ich, es ist deswegen, dass ich in der Exekutive bin, weil ich bin sicher, man kann es tun. Und das war ein Grund, wofür ich kandidiert hatte für den Bundesrat, weil ich wollte es im Bundesrat selbst bringen, wenn ich gewählt werde. Und ich glaube, man kann nicht sagen, weil wenn eine Reform noch nicht gelungen ist, wird sie nie gelingen. Es ist auch jetzt wirklich eine Möglichkeit. Also wir werden sehen, was kommt. Aber ich glaube, eine Möglichkeit besteht. Es ist jetzt ganz klar, dass es nötig wäre, wirklich diese Arbeit der Regierung zwischen Regierung und Departement einmal zu klären, die synergischen Bewegungen wirklich zu klären, dass es wirklich die strategische Vision und Diskussion bei dem Kollegium und dann die operationelle Führung und die Umsetzung bei den Departementen geklärt werden
werden sind. Sie haben sich ja schon als Parlamentarier für Regierungsreformen ausgesprochen und entsprechend sind auch viele Erwartungen jetzt auf Sie gerichtet, dass Didier Burkhalter. Aber das ist eine Gefahr. Das ist eine Gefahr, weil es ist eben nicht eine Reform von Herrn Burkhalter oder es wurde schon etwas zu viel. Motoren haben wir im Bundesrat. Es braucht nicht zu viel jedes Mal zu personalisieren, weil dann gelingt es nichts am Schluss. Also das wird keine Reform von Herrn Burkhalter oder von einem anderen Bundesrat. Das ist eine Reform von der Mannschaft. Und das ist eben, was schwierig ist, weil in der Schweiz sind es nur 7 Leute, aber es ist ein Kollegium. Es kommt von allen großen Parteien und das ist nicht so einfach, diese Chemie wirklich zu machen. Und dafür braucht man etwas Zeit noch, aber noch einmal, ich glaube, das ist wichtig, ich hoffe jetzt, aber mindestens in diesen Zeiten, wo es jetzt klar ist von mir aus, dass es etwas braucht, dass es einen gemeinsamen Entscheid gibt. Jetzt haben Sie von Motoren gesprochen, Herr Bundesrat, aber Hand aufs Herz. Ja. Marco Ferber hat es ja gesagt. Das liegt ja eigentlich auf der Hand. Das wissen ja auch die Bürgerinnen und Bürger, dass eigentlich dieses Gremium gerade in der heutigen Zeit strategischer operieren müsste, sich nicht verlieren in Detaildiskussionen. Und trotzdem haben wir noch immer keine Regierungsreform. Also wo ist denn der Sand im Getriebe, wenn wir beim Motor bleiben? Was hindert uns daran, jetzt hier rasch Entscheidungen zu treffen? Weil wir haben ja nicht alle Zeit dazu. Ja, jetzt sollen wir vielleicht etwas konkreter sein. Also in dieser Regierungsreform, wenn man es einfacher sagen will, die ganze Regierungsreform hat vielleicht 3 Säulen. Es hat eine Säule über die Führung des Kollegiums, das ist die Frage des Präsidiums. Das kann nicht so schnell gehen, weil wenn man etwas da bewegen will, muss man die Verfassung nehmen. Das ist klar. Und dann gibt es eine Säule eher organisatorisch, das mit der Frage zum Beispiel, das ist sehr wichtig von den Staatssekretären, und eine Frage wirklich Organisation der Departement. Genau. Und dort ist es von mir aus sehr wichtig, weil das wird zeigen, ob wir mit dieser Reorganisation ein Signal zeigen wollen in Richtung, was sind die echten Prioritäten für die 20 oder 30 nächsten Jahre. Das ist eine Möglichkeit. Aber das ist nicht so einfach zu tun, weil diese 7 Departemente können nicht so einfach geändert werden. Und es hat auch noch nicht jetzt eine ganz klare gemeinsame Vision dafür, wo wir einfach ganz klar jetzt mindestens bis jetzt derselben Meinung sind im Gremium. Das ist, und das wurde schon gesagt, dass die Bildung, Forschung, Innovation, alles, was Bildung, Forschung, Innovation drin ist, zusammengebracht werden soll. Ein Departement. Ja, ein Departement. Aber wie dann genau mit den anderen oder mit anderen Bereichen, das ist noch offen. Mhm. Und dafür möchten wir jetzt nachprüfen, gründlicher noch diskutieren und wenn möglich eine gute Lösung finden. Aber hoffentlich, wir wissen noch nicht. Ich kann nicht sagen, wie es jetzt am Schluss aussieht, weil es noch nicht gemacht wird. Aber es wird ziemlich schnell gemacht. Vielleicht noch zurückkommen auf das Präsidium. Sie sind ja ein Befürworter einer langen Präsidiumszeit, also 4 Jahre, allenfalls 2 Jahre. Für das braucht es, wie Sie es erwähnt haben, eine Verfassungsänderung. Wie realistisch ist das? Also ich hatte eine Sicht als Parlamentarier, also 4 oder 2 Jahre. Wichtig ist einfach, dass man sieht, was geändert hat, ist die internationalen Wichtigkeiten der Probleme. Und dafür braucht man für das Gremium nicht unbedingt jemanden, der ganz anders ist als die anderen, weil das wäre unschweizerisch, aber schon eine Figur, die ganze Führung, die ganze internationale Kommunikation auch mit sich bringt. Und das ist jetzt ziemlich breit verstanden. Ob es nachher wirklich dann durchs Parlament und durch eine Abstimmung beim Volk ein Sieg ist, das ist sehr offen, weil es wird sehr schwierig, das zu sagen, ohne dass es eben unschweizerisch scheint. Darum ist es für mich wichtig, dass man eine ganze Regierungsreform zeigt. Es gibt da einen Teil, wo es wahrscheinlich durch eine Abstimmung, mindestens durch eine Abstimmung ins Parlament gehen soll, aber wir sollen eine Kohärenz im ganzen Projekt Regierungsreform zeigen und dann
wird die Überzeugung von der Regierung, wenn es schon eine gibt, dann wird diese da viel helfen, um dass es vielleicht angenommen wird. Gut, jetzt wollen wir diesen neuen Anlauf nicht schon zerreden. Ihren Worten entnehme ich doch, dass Sie glauben, dass das ja jetzt Zug in dieser Sache drin ist, im jetzigen Gremium Bundesrat. Ja, also das ist eine Möglichkeit. Ob es wirklich gemacht wird am Schluss, hängt von vielen Elementen ab. Sie sind ja auch Departementsvorsteher, Sie sind eben im Gesamtbundesrat mitverantwortlich und sind gleichzeitig auch Departementsvorsteher eines riesigen Departementes. Sie haben viele Hüte, ich glaube, es sind 9 Bundesämter plus noch angegliederte andere Bereiche wie die ETH. Wie bringen Sie das überhaupt, diese vielen Hüte, unter einen Hut? Bundesrat sein fürs Gesamtgremium, dort strategisch mitdenken und gleichzeitig so viele Bundesämter? Ist ja schlicht auch ein Problem der ganz einfach Arbeitsweise. Und menschlich zu beantworten, dann braucht man wirklich viele Freude an der Arbeit. Und besonders, man muss einfach gern haben zu regieren. Sonst ist es einfach viel zu viel. Also das Departement ist etwa 5 Leben. Es gibt Gesundheit, Sozial, Kultur, Forschung und Bildung. Das ist etwa 5 Leben, wenn man irgendwie im Ausland ist, dann muss man sich mit 5 Ministern treffen, ungefähr. Die kommen ein nach dem anderen und der Schweizer bleibt derselbe. Das ist schon etwas Spezielles. Aber es hat einen Pluspunkt, das ist wirklich sehr interessant, weil es ist fast ein Ideal, weil man sieht alles, oder nicht alles, aber sehr viel. Aber es hat schon ein Problem, wenn es sehr große Prioritäten sind, zum Beispiel sehr wichtige Reformen, dann hat man etwas zu wenig Zeit, um das wirklich gründlich zu machen. Darum habe ich wirklich Priorität gesetzt. Also es ist nicht anders möglich. Also für mich ist Gesundheit und Sozial jetzt von aller Wichtigkeit und ganz prioritär. Für Forschung auch, aber es läuft ziemlich gut. Aber bei Gesundheit und Sozial sind nicht nur Herausforderungen, wenn man sagt, aber es sind sehr große Probleme. Und da braucht man wirklich alle Energie, die ganze Zeit dafür. Jetzt könnte man einwenden, was Sie jetzt schildern, eben die 5 Leben, die Sie ja leider auch nicht haben, dann die Tatsache eines Milizparlamentes, führt letztlich dazu, dass eigentlich die entscheidende Politik in diesem Lande durch die Verwaltung betrieben wird, eben durch die Fachspezialisten in der Verwaltung, in den Bundesämtern. Das verstehe ich aber, glaube ich, nicht. Also es hängt davon ab, wie man das erlebt, schon wieder. Also es ist immer sehr menschlich, alles, was politisch ist. Also es gibt die Politik, die exekutive Funktion. Ich nehme nicht die parlamentarische, aber die exekutive Funktion. Es gibt die Verwaltung. Es gibt politisch und technisch, wenn man will, einfach gesagt. Aber es ist nicht getrennt. Es hat einen Teil, wo es wirklich politisch ist, eben strategische Ebene, einen Teil, wo es wirklich technisch ist, und es gibt eine Zone, wo wir wirklich zusammen ganz nah arbeiten sollten. Und dann verstehen wir uns. Dann versteht die Verwaltung, warum die Politik in die Richtung gehen will, und dann versteht die Politik, warum, wie es gemacht werden kann. Und das ist besonders interessant in der Schweiz, in dem Schweizer System, weil der Bundesrat, der wird gewählt als Mitglied der Regierung, strategische Ebene, und als Departementschef, operationale Führung. Und er kann eben das wirklich gut funktionieren lassen, wenn er die Schlüssel findet. Aber ich sehe die Verwaltung nicht so wie eine große Macht, die fast alles machen kann. Es kann sein, besonders wenn es zu technisch geht, und das ist klar. Aber wenn man die Leitung wirklich und die Richtung wirklich gut politisch entscheidet und das gut orientiert, dann hat man auch in der Schweiz eine sehr gute Verwaltung, nicht im Dienste der Technizität, aber im Dienste der Regierung und der Bevölkerung ist. Ich habe vorhin von den vielen Hüten gesprochen, die Sie tragen. Ein ganz großer Hut, das ist das Gesundheitswesen, haben Sie selber erwähnt, hat für Sie jetzt auch erste Priorität. Die Gretchenfrage hier beim Gesundheitswesen ist ja letztlich die Frage der Finanzierbarkeit. Wie lange können wir uns das noch leisten? Und wir haben hier eine kleine Grafik, die ich bitte einzublenden. Und die man jetzt, glaube ich, ja, hier ist sie. Wir müssen nicht die Details diskutieren, aber man sieht die Entwicklung. 1980 kostete das Gesundheitswesen etwas über 10 Milliarden. Jetzt sind wir auch 60, wir haben jetzt gerade von neuen Prognosen gelesen, über 60 oder über 65 Milliarden.
Das symbolisiert diesen Anstieg. Es geht immer und stetig nach oben. Irgendwann stoßen wir an die Decke, oder nicht? Ja, das ist klar. Also das Problem ist einfach so. Also erstens muss man ehrlich sein, das wird weiter nach oben gehen wegen der Demografie und wegen der technologischen Fortschritten. Können Sie das etwas ausführen? Demografie ist klar, Leute werden älter. Ja, und in der ärztlichen Berufe, bei den Spitälern, bei den Medikamenten findet man immer etwas Neues. Mhm. Manchmal ist es besser, oft ist es etwas teurer und oft bleiben noch die anderen Methoden, die nicht einfach so verschwunden. Dann addiert sich alles und es ist eine Tendenz, man will alles haben, man will wirklich sehr viel für die Gesundheit machen und das ist auch richtig so. In einem solchen Land wie die Schweiz, aber das kostet. Die echte Frage ist, haben wir mehr Qualität für diese wachsenden Kosten? Und das ist eben das Problem, weil in der Schweiz kann man nicht so wirklich beweisen, dass man die Qualität der Gesundheit wirklich höher hat, wenn es so hoch auch mit den Kosten geht. Darum möchte ich die Qualität und die Meisterung der Kosten gleichzeitig. Und darum auch bin ich so begeistert, muss ich wirklich sagen, in der Managed Care Vorlage, also in den integrierten Versorgungsnetze, Ärztenetze, die jetzt eine Vorlage ist im Parlament und die vielleicht also sehr gut ist inhaltlich und auch zeigt, wie möglich es ist, und es ist möglich jetzt, vielleicht einen Konsens zu finden. Und das wäre neu. Seit einigen Jahren hat es keinen Konsens gehabt. Aber auch mit diesem Konsens werden die Kosten weiter steigen. Wenn die Prämien 10% mehr sind, ist es nicht dasselbe, wenn sie 4 oder 5 oder 3% sind. Mhm. Und wenn sie 3 oder 4 oder 5% mehr sind und dass es wirklich mehr Qualität gibt und gleichzeitig hoffen wir auch eine wirtschaftliche Lage, die sich gut entwickelt, dann ist es schon besser als jetzt. Jetzt heißt es immer 10% pro Jahr ungefähr. Und dafür wissen wir nicht, ob wir hohe Qualität haben. Ich glaube, wir haben eher mehr Volumen, vielleicht zu viele Interventionen, die nicht unbedingt nötig sind und überhaupt keine Transparenz über die Wirksamkeit des ganzen Systems. Jetzt müsste aber eigentlich mehr Qualität bedeuten, höhere Effizienz bzw. volkswirtschaftlich, im gesamtvolkswirtschaftlichen Aspekt ja tiefere Kosten folgen an einem anderen Ort. Das heißt konkret, die Behandlung kostet vielleicht mehr für den Patienten, aber er ist schneller wieder beispielsweise im Berufsleben. Und dort sind dann die Folgekosten entsprechend tiefer. Ist das der Hintergrund der Überlegung? Also was ich wirklich möchte, ganz einfach ist, dass man in der Schweiz besser pflegt, mehr Leute schneller gesund macht oder Leben rettet, mehr Leben retten. Und das heißt, wir müssen die Qualität haben. Gleichzeitig müssen wir auch einen sehr guten Therapiepfad haben. Da auch ganz konkret. Es gibt eine Krankheit, die schwierigsten Lungenkrankheiten, wo man zum Beispiel, das ist ein Beispiel, aber das ist interessant, wo man einen Vergleich gemacht hat zwischen Frankreich und Schweiz, also zwischen zwei Ländern. In Frankreich hat es eine große Prävalenz, also es hat theoretisch mehr kranke Leute für diese Krankheit als in unserem Land. Aber am Schluss kostet es weniger, die Pflegekosten kosten weniger in diesem Land und wir zahlen mehr. Mhm. Und wir haben sogar nicht so viele Erfolg. Wir sind sehr gut in vieles. Aber in dem Fall sieht man, dass wir nicht sehr gut sind. Warum sage ich das? Es ist, weil wenn wir das analysieren, sehen wir, dass während der Therapiepfad und hier am Anfang und ganz wichtig, macht man einen Fehler. Wenn wir dann besser pflegen würden am Anfang, dann hätten wir während dem ganzen Therapiepfad weniger Kosten und mehr Leben gerettet. Mhm. Das ist einfach das. Und darum will ich, dass diese Managed Care, diese integrierten Netze wirklich breit verstreut werden, weil ich bin wirklich überzeugt, wenn es gut gemacht wird, dann geht die Qualität nach oben und am Schluss sind wir gesünder. Das mit den Kosten, volkswirtschaftlichen, dann sollte man noch eine große Analyse machen über die Produktivität in der Schweiz. Das ist ganz klar, dass wenn die Leute gesünder werden oder besser gepflegt werden, dann fehlen sie weniger am Arbeitsplatz und das ist auch wichtig. Aber man muss ehrlich sein, ich glaube nicht, dass die Kosten dann nach unten gehen.
unsere Aufgabe, und das ist normal, das ist diese steilen Kosten so zu bringen. Mhm. Es wird wieder nach oben gehen, weil es wird wieder immer mehr Sachen, und besonders demografisch habe ich gesagt, auch, es wird immer solche Sachen, vielleicht mit der Prävention können wir dann noch Vorsorge. Etwas machen, aber mit der Vorsorge, aber mit den Fortschritten, die wir noch immer für uns haben wollen in einem solchen Land, glaube ich nicht, dass es dann so macht. Trotzdem, es ist immer mehr machbar, sagten Sie. Gibt es nicht trotzdem möglicherweise auch mal eine Grenze, an die wir stoßen, dass wir sagen, das ist zwar machbar, dieses Medikament ließe sich auch noch jetzt verabreichen und so weiter und so fort, aber dass man vielleicht etwas sagen muss, das lohnt sich nicht mehr in einem gewissen Sinne. Also es ist auch eine gewisse Rationalisierung. Rationierung glaube ich nicht. Also ich muss sagen, ich glaube es nicht. Es sind jetzt sehr viele Fortschritte, die möglich sind. Und wenn wir die Fortschritte wirklich gut machen, nicht immer einfach immer mehr Interventionen, die nicht unbedingt nötig sind, aber die guten Anreize, die gute Verantwortung und Mitverantwortung in diesen Netzen, das ist neu. Ja? Es kommt jetzt Budget mit Verantwortung auch in den Netzen. Und dass wir auch eben diese Therapiepfad mit den Qualitätszirkeln wirklich gut machen. Und ich glaube, ich habe sehr viele Partner, das sind alle viele Partner in der Gesundheit. Das Problem ist, diese Partner zusammenzubringen und mit einem gemeinsamen Ziel zum echten Hauptziel bringen. Und dann habe ich wirklich den Eindruck, es gibt sehr viele, die da jetzt verstehen, dass man kann nicht weiter so tun. Aber noch einmal, wir wollen eine hohe Qualität, und das will ich auch. Ich finde, das wäre falsch, dass wir jetzt Richtung Rationierung gehen. Wir können wirklich viel mehr mit der Vorsorge und mit solchen Care-System und solchen neuen Systemen wirklich viel mehr machen, ohne dass wir uns rationieren. Was ich vorhin meinte, ich spreche auf ein konkretes Beispiel an, es gibt ja heute Krebstherapien, die enorm teuer sind und das Leben vielleicht um 2 Monate, 10 Wochen oder so verlängern. Oder? Wird diese Frage nicht einmal auf dem Tisch sein? Ja, aber diese Frage ist eine ethische Frage, die, also meine Meinung ist, Sie können das nicht einfach so entscheiden, politisch, für diese Krankheit machen wir nichts. Das ist eine menschliche Natürlich. Frage für jeder Mensch. Und das wird eben diskutiert in den Netzen. Weil da ist der Patient ein Mitglied oder ein okay. Partner. Und das wird diskutiert. Und für einige Leute wird es so gemacht, für andere wird es anders entschieden. Aber jedes Mal wird es diskutiert und die beste Therapie wird ausgewählt. Aber ich glaube, das wäre wirklich falsch, dass wir jetzt sagen, einfach so etwas kalt, für diese Krankheit machen wir nicht. Also es wäre gegen meine Überzeugung. Wir sollen eben das Gegenteil tun. Wir müssen immer besser pflegen. Aber besser pflegen, noch einmal, heißt es nicht zu viele Interventionen. Wenn Sie zu viel machen sollen, um nicht so viel gesünder zu werden, dann leiden Sie auch. Es kostet viel. Sie sind nicht glücklicher. Und das muss eben diskutiert werden. Es wurde immer gesagt, also ich war auch Spitaldirektor, also politisch in meiner Stadt, in der Stadt Neuenburg, da wurde immer gesprochen von allen Partnern, der Patient ist im Zentrum. Das war sehr selten der Fall. Aber mit den Ärztenetzen finde ich, es geht in die richtige Richtung. Und es scheint jetzt ja auch, dass Sie etwas bewegt haben diesbezüglich, also dass man jetzt in einer anderen Art und Weise miteinander spricht, noch diese Durchbrüche erreicht hat. Wenn wir vielleicht weitergehen können, die andere Seite ist die Finanzierbarkeit der Sozialsysteme. Und das führt vielleicht auch nochmal zurück zum Gesundheitssystem. Letztlich geht es ja um uns Bürgerinnen und Bürger. Wie viel sind wir bereit zu bezahlen, beziehungsweise wie ist unsere Anspruchshaltung auch? Und bei den Sozialversicherungen hat es die BVG-Abstimmung gegeben über den Umwandlungssatz. Und dort hatte man doch ein bisschen das Gefühl, wie man dieses Abstimmungsresultat jetzt immer auch noch interpretiert, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung, dass es so etwas gibt wie einen Generationenvertrag, dass es eine gewisse Intergenerationensolidarität braucht für die Finanzierbarkeit der Sozialwerke, dass der zumindest bröckelt. Sehen Sie das ähnlich? Also ich sehe das wirklich ähnlich. Ich glaube sogar, das ist die größte Herausforderung des Landes. Also es gibt sehr viel, aber wenn ich nur eines sagen sollte, das ist eben das Zusammenleben zwischen den Generationen. Mhm. Weil jetzt hat man eine neue Gesellschaft, eine Vier-Generationen-Gesellschaft. Wir haben andere Wege zu leben wie früher. Und es ist komplizierter geworden. Es ist manchmal,
weniger Verantwortung und Selbstverantwortung auch am Platz, besonders bei den Familien. Das ist auch ein großes Problem für die Sozialversicherungen. Es ist ganz kompliziert und macht auch Probleme, die man manchmal unterschätzt. Aber diese Situation macht, dass eben diese Generationenverständnis nicht mehr dieselben wie früher sind. Und wenn wir wirklich die Solidität der Sozialversicherung bestätigen wollen, also es ist nicht mehr so solid jetzt, aber wenn es solider sogar sein soll in der Zukunft, dann braucht es wirklich einen Intergenerationenpakt und einen neuen. Und wie schafft man diesen wieder? Also ich glaube leider, dass das Bewusstsein noch nicht da ist und das braucht noch eine Zeit. Darum war diese BVG-Abstimmung ganz klar, da ist man nicht bereit. Vielleicht war es auch ein Fehler, so eine Frage zu stellen, aber das ist vielleicht nicht die Hauptfrage. Die Hauptfrage ist, wie macht man in den nächsten Schritten? Ich glaube, wir müssen ganz konkret und beispielhaft zeigen, wie man macht bei der IV, bei der AHV, welche Revisionen möglich sind. Nehmen wir die AHV. Es wurde in den letzten Monaten immer gesagt, die aktuelle Revision, die 11., die ist nicht eine große, das ist eine kleine Revision, die ist unmöglich zu machen, niemand will das unterstützen. Und ich glaube jetzt, wir sollen eben in der Politik das Beispiel zeigen, ich hoffe es gelingt, dass sogar jetzt, wenn es schwierig ist, mindestens eine kleine Revision möglich ist. Und es ist möglich von mir aus, wenn es gute Eckwerte hat. Und darum würde ich vor allem sagen, es muss ein Gleichgewicht sein. Also erstens muss ganz klar gesagt, wir müssen sparen. Also wir können nicht Revisionen wie früher machen, die immer mehr kosten. Also die Revisionen müssen vernünftig sein. Wir können nicht immer mehr. Das geht einfach nicht. In 6 oder 7 Jahren hat man schon sehr große Probleme mit der AV. In 15 Jahren ist es eine Katastrophe, wenn man nichts macht. Das geht ziemlich schnell. 2025 hat man sehr große Probleme und Probleme hat man schon vorher. Und dann heißt es, wir müssen mindestens etwas sparen, etwas vernünftiger werden. Aber wir müssen auch ein Sozialgleichgewicht bringen in den Reformen. Das hat vielleicht gefehlt, zumindest in der Perzeption, in der BSV-Abstimmung. Aber da bei der HV müssen wir etwas tun, besonders bei der Frühpensionierung, wo es nötig ist. Aber nur da, gezielt. Und da glaube ich, dann versteht das die Bevölkerung und hat eine Chance. Und wenn man das macht, das ist ein Schritt oder eine Treppe, dann kann man die nächsten Revisionen wieder machen. Aber man muss zeigen, dass eine Revision möglich ist in der Schweiz und jetzt ist es sehr schwierig. Sie haben ja mit Blick auf diese, Sie haben vorhin die Zahlen genannt, in 10 Jahren, in den 20er Jahren wird es ganz schwierig werden. Und mit Blick auf diese Entwicklung haben Sie einmal gesagt, es wird eine Kompromisslösung, wir müssen mit den Partnern Lösungen suchen und es wird eine Kompromisslösung sein, die nicht besonders schön sein wird. Was meinten Sie damit? Weil es ist nicht angenehm zu sagen, wir haben nicht alles Geld, was gespart wird für Sozialgleichgewicht oder Ausbalancierung der Revision. Wir müssen ganz klar sagen, also seien wir wieder einmal konkret mit der AHV 11. Revision, es ist möglich, ungefähr 900 Millionen zu sparen, wegen der Heraufsetzung, besonders während der Heraufsetzung des Alters für die Rente für die Frauen. Ja. Und ein Teil von dieser Sparübung, weil es ist eine Sparübung, es ist auch ein Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen, müssen wir benutzen für etwas anderes, aber nicht alles. Das wurde für Frühpensionierungen. Ja, für die Frühpensionierung, dass es weniger schwierig ist für die Leute, die wirklich es nötig haben. Und das sind besonders die Leute, die nicht die Ergänzungsleistungen bekommen, also mehr als 40.000 Franken pro Jahr verdienen, aber nicht mehr als 62.000 Franken bekommen. Und in dieser Tranche ist es sehr schwierig, weil sie haben keine Hilfe wie die Leute, die noch weniger bekommen, Ergänzungsleistungen und so weiter. Und sie können sehr schwierig für sie eine Frühpensionierung wirklich zu nehmen. Ist das Rentenalter 65 tabu? Nein, 65. Ja. Ist es tabu? Also ist es tabu im Sinne, könnten Sie sich vorstellen, dass es auch mal über 65 sein muss? Meinen Sie?
Also ich glaube, wir müssen, ja in Europa in gewissen Staaten eigentlich schon geplant wir ist. Müssen diese Diskussion mit der nächsten Revision führen. Und da müssen wir eine Lösung finden mit den Partnern, mit den Sozialpartnern und mit der Bevölkerung am Schluss, wo man sagt, wichtig ist einfach, dass die AHV weiter für die nächsten Generationen, wir kommen zurück zum Gesagten vorher, eine AHV, die wirklich solid für die nächsten Generationen, für unsere Söhne und für unsere Kinder und Kinder der Kinder. Ja. Und das heißt, dafür braucht es eine Anpassung, die die demografische Entwicklung und die wirtschaftliche Entwicklung also Rechnung trägt. Und das heißt nicht unbedingt, dass man dann sofort fokussieren soll, es ist 67, 68 Jahre oder ich weiß nicht was. Es heißt, wenn es sich so entwickelt, dann muss man annehmen in unserer Gesellschaft, dass da etwas sich bewegen soll. So eine Art Mechanismus, aber ein Mechanismus, über den man wirklich diskutiert hat. Also das heißt aber konkret, Sie würden es nicht ausschließen, dass wir eines Tages auch über ein Rentenalter 67 diskutieren. Das kann man nicht ausschließen, weil in 30 Jahren werden wir ungefähr nur mehr 2 erwerbstätige Leute für eine Rente. Und jetzt sind wir 4:1. Also das heißt, es wird wirklich sehr schwierig sein, die ganze AHV zu finanzieren. Und wenn es noch weitergeht in der Lebenserwartung, dann ist es ganz klar, das ist nicht mehr tragbar für die jungen Generationen, die Aktiven und die jungen Familien. Und da als Sozialminister muss ich schon sagen, und das ist sehr wichtig, dass die Bevölkerung das, also ich glaube, es wird immer mehr verstanden, wo wir am meisten Probleme haben im sozialen Bereich und der Armut auch, das ist bei der jungen Familien. Also nicht alle, das ist ganz klar. Es gibt auch Familien, die sehr gut leben, aber es sind sehr viele, die Probleme haben. Und das ist in diesem Segment, dass wir die Probleme haben. Wenn wir dann dazu noch die Sozialversicherung auf dieselben Schultern immer schwer lassen, das ist ein Problem. Jetzt wirft Ihnen ja die Linke in diesen Punkten Alarmismus vor. Also nicht Ihnen persönlich, aber einfach dieser bürgerlichen Seite, die eben auch letztlich bei der BVG Abstimmung des Umwandlungssatzes, der Reduktion des Umwandlungssatzes so argumentiert hat. Die Regierungsseite, meinen Sie? Die Regierungsseite zusätzlich, ja. Was, Alarmismus, wie gehen Sie mit so einem Vorwurf um? Also ich glaube, das ist überhaupt kein Alarmismus. Das ist etwas dramatisch, weil es einfach so ist. Also nehmen wir noch einmal die AHV. Die Kosten, die Ausgaben sind etwa bei 36 Milliarden Franken. Das ist sehr viel jedes Jahr. Aber in einigen Jahren sind es 50 Milliarden Franken. Wir wissen das schon. Wir wissen ungefähr, wie die Lebenserwartung sich entwickelt. Wir kennen ungefähr das. Das kann etwas bewegen, aber so viel nicht. Dann es ist wie ein großes Schiff. Mhm. Und wenn wir da jetzt nicht etwas sagen, ohne Alarmismus oder ohne übertriebene Exzesse. Es ist einfach ein Fakt, dass wir haben da ein Problem und eine große Gefahr. Und das ist eine große Gefahr für etwas, das sehr wichtig für die Schweizer ist. Die AHV ist eine Institution, das ist etwas, das uns zusammen leben macht, also lässt. Das ist etwas, das eben die Generationen zusammen bindet. Wenn das plötzlich in Gefahr ist, und das wäre der Fall, wenn wir nichts machen, was passiert mit unserer Gesellschaft? Das ist kein Alarmismus, das ist einfach Verantwortung. Herr Bundesrat, werfen wir noch einen ganz kurzen Blick und Ihren dritten Hut, das ist der Hut Bildung, sage ich jetzt, Bildung und Forschung. Es wird ja viel diskutiert jetzt über die Akademikerimporte, ein schreckliches Wort, aber dass immer mehr Akademiker auch in die Schweiz hineinkommen. Auf der anderen Seite haben wir eine der tiefsten Maturitätsquoten im europäischen Vergleich oder im Weltvergleich. Bildet die Schweiz zu wenig Akademiker aus? Müssten wir mehr Akademiker haben in der Schweiz, diesen Bereich stärker forcieren? Also wir können sicher noch mehr Akademiker bilden, aber so viel mehr brauchen wir nicht, weil das System in der Schweiz ist gut. Man sagt, es hat auch die Debatte über die Professoren, dass sie mehr vom Ausland kommen. Wenn man zum Beispiel die 2 ETH, also die Eidgenössische Technische Hochschule, nimmt, dann sieht man, dass es mehr Leute aus dem Ausland gekommen als Professoren sind, das stimmt. Aber weil es immer mehr Professoren gab,
Also die Schweizer Professoren sind ungefähr dieselbe Anzahl seit mehreren Jahren, etwas mehr, aber nicht so viel. Und wir haben Professoren importiert. Aber das zeigt auch die Dynamik und die Top-Klasse der Schweiz. Und das ist mein Hauptziel in der Bildung und Forschung, dass wir so in der Top, in der Weltklasse bleiben. Und das ist auch nicht so einfach. Aber um Ihre Frage zu beantworten, noch über die Maturitätsquote, ich möchte sagen, dass in der Schweiz, wir haben auch ziemlich wenig Arbeitslosen bei den jungen Leuten. Und das zeigt, dass unser System, die nicht nur in Richtung Maturität orientiert ist, wahrscheinlich ein gutes System ist. Also das System, das sogenannte duale System mit der Berufsausbildung. Genau. Jetzt hören wir natürlich Klagen, unter anderem auch, Sie haben es erwähnt, aus der ETH, dass man nicht irgendwo mit der Freizügigkeitsregelung vor dem Problem steht, dass eine deutsche Matur nicht gleichwertig ist wie eine Schweizer Matur. Und durch das letztlich, weil man nicht das Gleichheitsgebot hat bei der Zulassung, eigentlich die Schweizer tendenziell benachteiligt werden könnten, wenn eben diese Bildungsniveaus nicht angepasst werden. Sehen Sie das als Problem? Eigentlich nein, aber die Anpassung, müssen wir schon aufpassen, dass es Anpassungen gibt. Aber ich möchte vor allem die Stärken unseres Schweizer Systems auch immer haben, weil ich glaube, nehmen wir eher ein Beispiel von der Forschung. Also ich war vor einigen Wochen auch mit anderen Leuten von anderen Ländern, die über die Forschung arbeiten. Sie haben alle gesagt, das war wahrscheinlich in der Schweiz das beste System, weil die Leute kommen hier gerne. Also in der Forschung haben wir fast die Hälfte der Forschenden sind Leute aus dem Ausland. Und ich glaube, unser System hat sehr viele Vorteile. Und ich würde, das ist auch wahrscheinlich einmal mehr ein Problem der Schweizer. Ich glaube, wir wissen nicht, wie stark wir sein können. Wir können sehr stark sein. Wir sind jetzt sehr stark. Wir müssen nicht unbedingt uns überall anpassen. Wir müssen aufpassen, dass es eben die einige Nachteile, die es gibt, wenn wir unser Schweizer System messen mit den anderen, dass wir diese Nachteile verschieben und wegschieben. Ich würde gerne das Stichwort zum Schluss dieser Sendung oder Gegenschluss dieser Sendung, das Stichwort Schweiz, ja, auch etwas unser Selbstverständnis noch aufnehmen. Wenn man heute auf das Land blickt, hat man das Gefühl, man sei Zeuge einer Zeit, in der viele alte Gewissheiten, die verschwinden, in der vieles im Umbruch bricht, eine Zeit des Wandels. Ich muss die Stichworte nicht groß erwähnen, die Finanz- und Wirtschaftskrise, Globalisierung, auch der Druck auf das Land, auch von ehemaligen Freunden und so weiter und so fort. Viele Leute verunsichert das und viele Leute haben auch den Eindruck, auch die Schweiz als Land ist sehr verunsichert. Teilt Bundesrat Didier Burkhalter diese Ansicht von der verunsicherten Schweiz? Nein, also ich teile den Ansicht, dass es sehr große Risiken gibt. Das ist ein Fakt. Die Krisen sind groß, sie sind global. Die Schweiz ist klein. Ist zu oft allein, sagt man, aber sehr gut vernetzt. Also es ist manchmal komisch, aber wir haben eine sehr komische Lage. Wir sind ein besonderes Land, aber wir sind sehr gut vernetzt. Das Problem, das wir jetzt haben, wir haben überall Fronten, überall Probleme gleichzeitig. Das haben wir noch nie gehabt. Seit langem haben wir immer manchmal eine Krise gehabt, aber nicht 10 oder 20 zusammen. Und das verunsichert aber. Das verunsichert, aber ich glaube, wenn man schaut, also die Fakten, und es ist wirklich so, die Schweiz ist ziemlich gut in dieser Krise oder aus dieser Krise, Finanzkrise, gekommen. Ist nicht alles perfekt und das hat gezeigt, dass wahrscheinlich wir unterschätzten die Möglichkeit, dass die Sachen sich so stark bewegen können. Das stimmt, aber am Schluss ist es nicht so schlimm. Wir haben eine Wirtschaft, die wieder läuft. Wir haben eine Arbeitslosigkeit, die wieder nach unten geht. Wir haben eine Schuldenquote, die nicht nach oben gegangen ist. Wir haben große Herausforderungen, aber wir können die packen. Es ist einfach manchmal eine Frage der Vertrauen in dem Staat und in unserem Land. Und das, glaube ich, da haben wir vielleicht unser größter Feind. Der ist bei uns. Wir glauben manchmal nicht mehr an uns. Aber ist es nur eine Frage des Vertrauens, Herr Burkhalter?
oder nicht, nicht auch der schlicht der politischen Realität. Also wenn ich gerade ins Parlament schaue, wenn ich auch eben, wir haben die BVG-Abstimmung erwähnt, wir können auch die Minaretteninitiative uns noch mal in Erinnerung rufen, dass auch in der Bevölkerung, im politischen Betrieb eben die ursprünglichen Stärken dieses Schweizer Modells in Frage gestellt sind. Nämlich eben Konkordanz, die konsensorientierte Politik, der Ausgleich, das Verständnis für die Minderheit und dass wir immer stärker eine Polarisierung erleben und letztlich aufgrund dieser Polarisierung eben auch ein Reformunwillen, weil einfach die verschiedenen Anspruchsgruppen sich nicht mehr austarieren lassen. Also ich glaube nicht, dass diese Sachen immer so gehen in der Politik. Es kann auch Wellen geben. Mhm. Das heißt nicht unbedingt, dass die Vergangenheit die Zukunft ist, aber es könnte schon ein Teil sein, weil diese Stärken der Schweiz, Konkordanzsystem und besonders die Suche nach guten Kompromissen, das wird wiederkommen einmal. Es ist eine, bei mir eine Überzeugung, ich hoffe, dass ich mich nicht irre, weil dann wäre gibt es nicht so viele Plan B. Aber wenn wir zurück zum echten Konkordanz, wo wir zusammen wirklich eine Lösung und eine gute Lösung, nicht die beste für alle, das ist klar, aber eine gute gemeinsame Lösung suchen und finden wollen, dann haben wir viele Chancen. Und darum sage ich, es wäre falsch in dieser Zeiten, wo es stimmt, es ist schwierig. Und es hat viele Beispiele, die zeigen, dass es viel schwieriger ist, in der Schweiz diese Kompromisse zu finden. Aber es wäre falsch zu sagen, es ist jetzt fertig, das System ist tot, machen wir etwas anderes. Ich glaube nicht. Wir müssen wieder zurück zu Werten. Und diese Werte, die sind die Werte der Schweiz. Und das müssen wir einmal daran glauben. Es läuft, wenn man will, es läuft. Es ist ganz nah. Man muss einfach das finden und zusammen machen. Sie stammen aus, oder Sie sind ein Vertreter des Liberalismus. Sie kommen auch aus einer liberalen Tradition. Ist der Liberalismus so verstanden zukunftsfähig? Ja, wenn man nicht die Verantwortung vergisst. Also, der Liberalismus hat Liberté im Wort und man sieht sofort und fast nur diesen Aspekt. Mhm. Und es ist so, dass es keine Freiheit gibt ohne Verantwortung und das ist, was manchmal gefehlt hat in den letzten Jahren. Das ist auch eine implizite Kritik an die Wirtschaft, an gewisse Wirtschaftsführer. Also ich habe vor einigen Minuten über diese Stabilität, die nötig ist für Reformen. Stabilität ist wichtig in der Politik und in der Wirtschaft. Weil wenn man schaut in der Geschichte der Abstimmungen zum Beispiel, jede wirtschaftliche Abstimmung wurde immer gewonnen, wenn die Wirtschaft einig war und klar war. Und da hat die Schweizer Bevölkerung immer das gut gefunden und hat immer unterstützt. Jetzt ist es anders. Und dann sollte die Politik und die Wirtschaft auch diese Selbstkritik jetzt machen und diese neue Bewegung machen, dass sie zurück, auch die Wirtschaft, zurück zu den echten Werten des Liberalismus. Und Sie glauben, dass das gelingen wird, dass die Bereitschaft auch hier überall da ist? Oder dort, wo sie da sein müsste, auch da ist? Also ich persönlich, also ganz bescheiden, soll nicht arrogant tönen. Ich glaube, dass es schwierig ist, darum mache ich Politik, weil ich will, dass es so ist. Und wenn man das nicht macht selbst, dann hat man noch weniger Chancen, dass es gelingt. Wir wünschen Ihnen recht viel Erfolg bei weiter Politik machen. Herr Bundesrat Burkhalter, recht herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Das war NZZ-Standpunkt, der zwei Journalisten, ein Gast. Und wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet sehen unter www.nzz.ch. Es wäre schön, Sie wären auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dann, auf Wiedersehen.